Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich diesen Maultaschenburger und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für den Maultaschenburger braucht man natürlich Maultaschen, dann Zwiebeln, daraus mache ich Schmelzzwiebeln, da braucht man dann ein bisschen Butter oder geklärte Butter, dann süßen Senf, bisschen Bacon, ich habe hier Schwäbisch-Hallischen, dann Laugenweckle und optional habe ich hier noch Bratensoße, das will ich nachher mal ausprobieren, dass ich noch ein bisschen Bratensoße drauf mache. Ich mag jetzt keinen Salat, aber wenn man Salat mag, dann würde ich Feldsalat empfehlen. Als allererstes schneide ich mir die Zwiebeln für die Schmelzzwiebeln. Dafür einfach die Zwiebeln halbieren und hier dann so runterschneiden. Versuchen die recht gleichmäßig und nicht zu dick zu schneiden. So sehen die Zwiebeln jetzt aus, wenn ich sie geschnitten habe. Die gebe ich jetzt in eine Pfanne, beziehungsweise ich benutze einen Wok mit bisschen Butter oder geklärter Butter. Hier gebe ich dann schon mal ein bisschen Salz dazu. In der Zeit, wo die Zwiebeln vor sich hingaren, schneide ich schon mal die Maultaschen. Hier mache ich so 1 bis 2 cm dicke Stücke. Natürlich könnte ich die Maultaschen auch im Ganzen einfach angrillen und dann drauflegen. Aber ich finde das so ein bisschen besser, wenn ich immer schön die Schnittflächen angrill, haben die einfach noch ein bisschen mehr Röstaromen. Ich finde, es hat einfach ein bisschen mehr Pep. Wenn die Zwiebeln dann anfangen, ein bisschen Farbe zu bekommen, dann nehme ich sie so runter. Dann nehme ich mir den Bacon und brate mir die Baconscheiben an. Wenn der Bacon dann eine gute Farbe hat, nehme ich den wieder runter. Dann nehme ich mir die Maultaschen, gebe hier ein bisschen Butter drauf. Und mach die Maultaschen mit der Schnittfläche auf die Grillplatte. Wenn ich die Maultaschen auf dem Grill habe, dann halbiere ich schon mal meine Laugenweckle. So, wenn die Maultaschen eine schöne Farbe haben, dann nehme ich sie runter und gebe sie auch in die Schale hier zum Warmhalten. Dann nehme ich mir meine Laugenweckle und gebe die mit der Schnittfläche auch noch auf die Grillplatte. Mach den Grill dann kurz zu, so für 30 Sekunden oder eine Minute, damit die ein bisschen Wärme bekommen. Dann nehme ich mir den süßen Senf. Gebe hier gut was drauf, aufs Ober- und Unterteil. Verteile das Ganze dann hier. Nehme dann die Maultaschen und die anderen beiden Sachen. Ich nehme mir dann jeweils eine Maultasche pro Burger. Guck, dass ich die hier drauf gut verteile. Dann nehme ich mir von den Schmelzzwiebeln was. Hier kann man ruhig großzügig sein. Nehme mir dann jeweils 2 bis 3 Baconscheiben. Und ganz zum Schluss nehme ich mir dann ein bisschen von der Bratensoße und gehe hier mit der Bratensoße drüber. Die Bratensoße habe ich ein bisschen dicker gemacht, dass sie nicht ganz so flüssig ist und zerfließt. Fertig ist mein Maultaschenburger. So, ich werde jetzt mal einen von den Burgern probieren. Der Maultaschenburger schmeckt hervorragend, kann ich sagen. Man hat schön die Süße von dem Senf. Ich habe da am Anfang überlegt, ob ich einen scharfen oder vielleicht ob ich es mischen soll. Aber ich glaube, das war hier die richtige Wahl.
Dann hat man noch eine leichte Süße von den Zwiebeln und hat diesen kräftigen Zwiebelgeschmack. Man hat die Bratensoße, die drauf ist. Da habe ich mir am Anfang auch überlegt, ob das vielleicht ein bisschen zu übertrieben ist. Aber ich muss sagen, das passt super dazu. Es ist super saftig durch den Speck, natürlich auch durch die Zwiebeln, wo viel Butter dran ist. Die Maultaschen kommen super durch. Und dann kommt das zum Tragen, was ich vorher meinte. Wenn man hier einfach einzelne Maultaschenscheiben hat und die anbrät, dann haben die einfach ein bisschen schönere Röstaromen. Dann kommt hier ein bisschen mehr Geschmack durch, wie wenn ich eine ganze Maultasche habe und die einfach anbrat. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, hinterlass gerne einen Kommentar und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.